Moin liebe Trickster, es ist wieder soweit. Ich teste wieder einen Magic Adventskalender und heute ist der hier dran, der Ehrlich Brothers Adventskalender. Herzlich willkommen zu Mr. Trickster Adventskalender. Jetzt mal ganz ehrlich. Versteht ihr? Viel Spaß mit dem Video. Freunde, bevor wir hier heute loslegen, wir haben auf somniumcards.de eine Autogrammkartenaktion für euch. Jede Bestellung, egal was ihr bestellt, egal welcher Warenwert, zu jeder Bestellung kommt eine kostenlose Autogrammkarte von Hai und mir mit rein. Wir haben 1000 Stück bedruckt, das heißt, seit die Aktion vor ein paar Tagen losgegangen ist, wir haben das ja erst auf Insta angekündigt, also es lohnt sich, unseren drei Profilen auf Insta zu folgen. Seit die Aktion losgegangen ist, die ersten 1000 Bestellungen bekommt diese Autogrammkarte. Wollte ich nur gesagt haben, unser kleines Weihnachtsdankeschön an euch und jetzt viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr euch den selbst anschauen möchtet, ich verlinke ihn euch in der Videobeschreibung direkt ganz oben. Das Ding ist, die haben es nicht auf die Reihe gekriegt, die Verkäufer, mir das zuzuschicken. Da musste ich es nochmal bestellen. Dann haben sie mir aber plötzlich beide zugeschickt. Ich verlose einen meiner zwei Adventskalender. Den hier packe ich aus und den zweiten schenke ich euch. Ich meine, okay, ihr könnt das nicht mehr als Adventskalender verwenden. Es kommt am Ende der Adventszeit bei euch an. Aber so habt ihr immerhin einen Zauberkasten mit ein paar kleinen Gimmicks und coolen Tricks, ne? Ich habe gerade erst eine Verlosung hinter mir hier auf YouTube. Ich möchte auch meinen Instagram-Followern Dankeschön sagen. Deshalb unter jedem, der mir auf Instagram folgt, verlose ich einen. Also folgt mir einfach auf Instagram. Ich suche mir einen Follower random raus und dem schicke ich das Ganze einfach zu. Die Auflösung dazu gibt es dann auf Instagram in meiner Story. Und jetzt ist der große Moment gekommen. Das war weg mit dem ganzen Plastik. So, wir sehen hier jetzt erstmal Tricks aus verschiedenen Zauberkästen. Das heißt, ich habe noch nie einen Ehrlich Brothers Zauberkasten besessen, aber scheinbar kriege ich hier jetzt ein Gesamtpaket von dem, was man sonst im Zauberkasten kriegt von denen. Hier gibt es 3D-Erklärvideos zu allen Tricks. Mal gucken, was mit 3D gemeint ist. Hier ist scheinbar auch noch ein Gewinnspiel mit drin gewesen, dass man irgendwie 2 Tickets für die Show von denen gewinnen kann und 25 Zauberkästen. Und sonst ist hier nichts allzu Interessantes, außer wenn ihr unter 3 Jahren alt seid, bitte nicht, sonst verschluckt ihr den. Okay, wie macht man den jetzt auf? Aha, also aus irgendeinem Grund kann man den hier seitlich auch aufmachen und hier rausziehen. Aber das ergibt ja gar keinen Sinn, weil dann habe ich ja wie ein Zauberkasten einfach alles direkt vor mir. Ich will ja adventskalendermäßig hier Türchen öffnen. Okay. Also, Spoiler-Alarm, wenn ihr selbst diesen Adventskalender habt, dann müsst ihr ab Türchen 17 bitte unbedingt abschalten, anschauen, auf eigene Verantwortung. Ihr wurdet gewarnt. Türchen Nummer 1! Ich vergleiche das Ganze jetzt natürlich mit dem anderen Adventskalender, den ich ausgepackt habe. In der Infokarte da oben findet ihr das Video. So, im ersten Türchen sind Karten. Da ist ein Gummiband drum. Okay. Wow. Wow. Es sind einfach nur die 4 Damen. Und das nicht mal in einer guten Qualität. Das ist einfach so ein glänzendes Stück Papier und da sind die Damen drauf abgebildet. Und wenn ihr das gegen das Licht haltet, ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Kamera erkennt. Nee, leider nicht. Aber wenn ihr es gegen das Licht haltet, seht ihr sogar das Backdesign durch die Karte durch. Qualität ist da, Kappa. Ja, und wie finde ich jetzt das Tutorial dazu? Was mache ich jetzt damit? Oh, wir müssen es doch auch seitlich rausnehmen können, denn hier in diesem Seitenfach, aha, unterhalb des Adventskalenders befindet sich das Tutorialheft. In noch mehr Plastik! Ja, aber sowas kann man immer gut gebrauchen. Dankeschön, Ehrlich Brothers. So, ein Adventskalender zaubert sich nicht von allein. Vielen Dank an alle Beteiligten. Ihr habt mit eurem Spaß an der Sache und dann sind da alle Namen, Projektleitung, Text und Didaktik, bla bla. So, das Schöne ist, ich könnte jetzt hier die erste Seite einfach abreißen. Hier ist noch eine Widmung. Lieber Zauberlehrling, es freut uns sehr, dass du unsere Leidenschaft teilst und das Zaubern erlernen möchtest und so weiter und so weiter. Heutzutage fahren wir in unseren Shows mit einem Motorrad aus einem iPad heraus, haben gruselige Frisuren und sehen komisch aus. Spaß, Leute. Ja, okay, da steht halt Text und das kann ich jetzt theoretisch einfach Abreiß. Aber das mache ich nicht. Ich bin so ein Fan von Umlegen. Das klingt, als wäre ich ein Mörder. Hier steht jetzt noch drin, wie man auf die Website kommt und die Videos findet. Ist das also immer mit einem Online-Tutorial? Hier ist noch so ein Wörterbuch mit so einer Liste. Da werden Begriffe erklärt wie, was heißt Close-Up, was heißt Doppelrücken, was heißt Gimmick und so weiter und so weiter. Hier ist noch mehr Werbung für ihre Show und die Tourtermine für 2018 und 2019. Das Jahr ist vorbei, es hat sich erledigt. Jetzt sehen wir hier, 1.12. die 4 zauberhaften Damen aus dem Zauberkasten von den Secrets of Magic. Und wenn ich das jetzt umklappe, dann sehe ich auf der anderen Seite einen QR-Code, den kann ich scannen. Darunter steht aber auch der Link, ich kann es also per Hand eingeben. Und dann lerne ich hier einen Trick und zwar finde ohne Zögern heraus, welche der 4 Damen ein Zuschauer gewählt hat. Okay, das Geheimnis steht hier kurz und knackig zusammengefasst immer schon drin. Und ich vermute im Online... Wisst ihr was, komm, ein Online-Tutorial gucke ich mir an. Da ist der Link. Okay.
Enter. Das ist einfach ein nicht gelistetes YouTube-Video. Und ich leg mal so hin. Ohne dass sie jetzt eine bestimmt. Okay, ich habe mir das einmal kurz im Schnelldurchlauf angeguckt. Ich muss sagen, also es wird hier einmal vorgeführt. Der eine, ehrlich, Brother, führt es dem anderen vor. Der andere reagiert so, was, wie hast du das gemacht? Das ist so ein bisschen, ja, okay, ohne Wertung. Und dann wird das Ganze im Video einfach nochmal erklärt, genauso wie es hier auch kurz zusammengefasst steht. So sonderlich viele Tipps zur Präsentation und so weiter gibt es hier jetzt nicht. Das Video dauert 5,5 Minuten, von denen 1,5 Minuten Performance sind. Das heißt, wir haben hier 4 Minuten Erklärung. Gut, es ist ein absolut simpler Trick. Logisch. Trotzdem, ihr kennt das aus meinen Tutorials hier auf YouTube. Ich finde es wichtig, Tipps zur Präsentation zu geben. Wann sagt man was? Wann guckt man wie? Wie hantiert man den Zuschauer in welchem Moment und so weiter? Das finde ich auch wichtig zu erklären und nicht nur, wie funktioniert etwas. Das hat sich für mich so entwickelt über die letzten 10 Jahre, die ich das hier mache. Und klar, es ist vor allem auf Jüngere ausgelegt. Logisch, dass da dann nicht eine Viertelstunde lang zugehört werden kann und so weiter. Ich sehe es ja bei mir in der Zuschauerbindung. Gerade die jüngeren Zuschauer schalten dann irgendwann ab. Die älteren schauen sich dann eher an und hören sich auch die Theorie an. Logisch, das kann man nicht ändern. Aber genug gelabert, beim ersten Türchen rede ich ja immer ein bisschen ausführlicher über alles. Jetzt habe ich euch das vorgestellt, wie bei denen der Zauberkasten ungefähr funktioniert, beziehungsweise der Adventskalender. Der Effekt hierbei ist, ihr legt die 4 Damen auf den Tisch und ihr dreht euch um oder ihr geht sogar raus aus dem Raum. Euer Zuschauer entscheidet sich für eine der Damen und dreht sie einfach um und ihr kommt wieder rein und ihr wisst, welche Dame der Zuschauer umgedreht hat. Ja, ist jetzt natürlich nicht der stärkste Effekt aller Zeiten, aber fängt schon mal süß an. Nummer 2, das ist auch schon das größte Türchen hier unten in der Ecke. Oha, konzentriert euch auf den Punkt in der Mitte. So, was kann man damit jetzt machen? Effekt. Nach einer kurzen Hypnose hat ein Zuschauer den Eindruck, dass sich dein Gesicht verformt. Das ist einfach eine optische Täuschung und das wird hier auch als Zaubertrick verkauft. Okay, Pen und Teller sind auf jeden Fall gefoolt. Nein, also ihr seht hier auf der Rückseite, da ist so ein kleiner Pin. Wenn ihr das auf den Tisch legt, dann könnt ihr das wirklich schön drehen und das dreht sich dann ein paar Mal in der Runde. Und da soll der Zuschauer drauf gucken und dann soll er euch ins Gesicht gucken und plötzlich verformt sich euer Gesicht. Und das ist der Zaubertrick, weil ihr ihn hypnotisiert habt. Und definitiv kein Zuschauer weiß, dass wenn man da drauf guckt, dass unser Gehirn und unsere Augen dann... Okay. Okay, wir haben noch einiges vor uns. Türchen Nummer 3. Hier haben wir einfach nur ein Tuch. Was wird uns mit diesem Tuch jetzt erklärt? Der Effekt, den wir hier lernen, ist, ihr seht, ich habe leere Hände. Achtung! Okay, ich glaube, das könnte für die Kindergeburtstagszauberer unter euch sogar wirklich ganz cool wirken. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keinen Verwendungszweck dafür. Nummer 4. Hier haben wir so ein Tütchen drin. Das sieht sogar ganz süß aus. Und darin befindet... Oh, ich weiß nicht, ob ich das zeigen darf. Hier sind Könige dabei und die Rückseiten sehen so aus. Als ob ich Zauber mit Karten, auf denen die Ehrlich Brothers abgebildet sind. Jetzt wirklich, ich will hier gar kein Spielverderber sein oder so, ne? Aber da hätte man doch auch, so wie hier, eine neutrale Rückseite drauf machen können, in verschiedenen Farben oder so. Aber warum denn die Gesichter und die Aufschrift Ehrlich Brothers? Das ist gut, ich bin ein erwachsener Kunde. Ich gehöre nicht so in eure Zielgruppe. Aber für mich fühlt sich das einfach an, als würde ich hier ein Werbeprodukt in der Hand halten. Ich mache, immer wenn ich damit zauber, Werbung für die Ehrlich Brothers. Ist vielleicht auch so gedacht gewesen, aber ich finde es ein bisschen komisch. Okay, also der Trick ist folgender. Wir geben das dem Zuschauer in die Hand und sagen, okay, halt das mal bitte genauso. Ich habe eine Vorhersage gemacht. Kannst du bitte einen der 4 Könige nennen? Es gibt Pik, Kreuz, Herz, Karo. Welchen hättest du gern? Sagen wir mal, unser Zuschauer sagt Karo-König. Und ich setze jetzt auch keine Schnitte. Und das ist wirklich eine freie Auswahl. Okay, wir sagen, das wusste ich, dass du Karo sagen würdest. Denn wie du siehst, habe ich hier genau einen König umgedreht. Und zwar den Karo-König. Und egal, welche Karte der Zuschauer sagt, genau die Karte ist die einzige umgedrehte. Das, finde ich, ist ein wirklich toller Effekt. Das kann wirklich toll auf unseren Zuschauer wirken. Wenn wir das schön präsentieren, kann das wirklich ein toller Effekt sein. Aber ich werde ihn niemals vorführen, einfach wegen dieser Ehrlich Brothers Bilder da drauf. Wäre da eine andere Rückseite gewesen, dann hätte ich das vielleicht sogar mit in mein Repertoire aufgenommen. Aber ich meine, gut, ich kann es auch mit anderen Karten machen. Ich habe die entsprechenden Gaffs. Nächstes Türchen. Das ist hier winzig klein, die Nummer 5. Digga, das kriege ich gar nicht raus. Hier befindet sich eine Münze und auf der einen Seite ist Ehrlich Brother Nummer 1 und auf der anderen Seite ist Ehrlich Brother Nummer 2 abgebildet.
Ja. Das Witzige ist, die schreiben sogar selbst, dass das nur zum Üben ist und mit einer echten Münze wirkt das Ganze besser auf den Zuschauer. Ja, ich weiß nicht, warum muss man denn überall sein Gesicht draufdrucken? Klar, das ist ein Adventskalender für Fans der Ehrlich Brothers, damit die dauernd ihr Gesicht haben, wie Poster an der Wand hängt zu haben und so. Verstehe ich alles, 100%, alles gut. Aber muss denn wirklich auf über die Hälfte der Zauberartikel immer das Gesicht drauf? Was soll denn das? Hier wird auf jeden Fall empfohlen, das Video zu gucken. Es geht einfach darum, die Münze verschwinden zu lassen. Also man lernt hier einfach einen Münzvanish. Und da ist das Tutorial definitiv besser, weil das einfach so aus dem Text zu lernen, da kann man sich vielleicht nicht immer unbedingt das vorstellen, was gemeint ist damit. Deshalb da an der Stelle ist es wirklich gut, dass die auch diese 24 Videos gedreht haben. Nummer 6, das Nikolaustürchen. Ist wieder so eine Scheibe drin. Ich habe unter dem letzten Adventskalender-Auspack-Video einige Kommentare gekriegt mit, ah, der Ehrlich Brothers Kalender ist ein bisschen enttäuschend. Zumindest zu dem Zeitpunkt war das so nach den ersten 5-6 Türchen. Ich verstehe eure Enttäuschung, ja. Aber es geht hier diesmal weniger um die Gimmicks, die mitgebracht werden. Es geht viel, viel, viel mehr um die Tutorials dahinter. Und da muss ich sagen, sind das bisher coole Effekte. Also hier die beiden Karteneffekte, schon wieder gefallen mir die Karteneffekte am besten. Die würde ich wirklich so auf meinem Style übernehmen für mein Repertoire. Ohne Flachs jetzt. Das mit der Schale klingt sogar ganz vielversprechend. Moment. Übrigens, ich trage hier heute mein Facepalm-T-Shirt. Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Genauso wie alle meine anderen Merch-Motive auch. Ihr seht, ich habe hier zwei 20-Cent-Stücke in dieser Schale. Okay, ich weiß, YouTube Money regelt und so. Ich bin stinkreich. Ich bin reich! Okay, meine Hände sind leer. Okay, ich habe nichts pamiert. Ich habe keine Fake-Daumen. Unter dem Ring ist nichts versteckt. Unter der Uhr ist nichts versteckt. Nur diese 40 Cent. Aber das Coole ist, ich muss nur meine Faust schließen. Dagegen pusten. Und 1, 2, 3. Und aus 40 Cent werden 60. Und das kann der Zuschauer auch gerne untersuchen. Ja, das ist ganz normale Münzen sind das. Die haben wir uns vom Zuschauer sogar ausgeliehen. Wir können das sogar auch nur mit einer einzigen Münze machen. Ja, das heißt, wir können die verdoppeln oder sogar verdreifachen. Die kommt nur in meine Hand und ihr habt auch schon gehört. 1, 2, 3. Und die Hand war vorher leer. Ja, das finde ich cool. Das ist brauchbar. Sowas kann man sich gut nachbauen oder nachbauen lassen. Und dann nicht so in Plastik, sondern schön, so eine schöne Metallschale. Da kann man schöne Sachen machen mit. Und da gibt es scheinbar auch im Tutorial-Video eine Anregung, wie man das Ganze besser performen kann und so. Ich habe jetzt einfach nur random nur den Effekt vorgeführt. Scheinbar wird da auch noch eine Performance vorgeschlagen. Das ist definitiv eins der besseren Türchen. 7. Boah, wir kommen wieder so langsam voran hier. Okay, wir haben hier ein Stück Schnur, ein Seil. Das ist eigentlich ein Schnürsenkel, wie wir sehen. Das ist sogar wirklich einfach ein Schnürsenkel. Und damit können wir eine Entfesselung machen. Ich habe leider niemanden hier gerade. Ich bin allein zu Hause. Ich weiß nicht, ob Chico mich fesseln kann. Auf jeden Fall ist das eine Entfesselung, bei der die Hände im Prinzip so verfesselt sind, aber halt am Handgelenk und nicht so, dass man es festhält. Man ist hier gefesselt und trotzdem schafft man es dann am Ende, sich zu befreien. Okay? Kleiner süßer Einstieg in die Entfesselungskunst. Wo ist denn die 8? Da! Aha, eine Daumenspitze, die mir definitiv zu klein ist und ich sie nicht ganz aufstecken kann. Okay, das ist cringe. Okay, also das ist definitiv für kleinere Hände gedacht. Kleiner Tipp an der Stelle, wenn ihr Daumenspitzen benutzt, die Spitze sollte immer zum Zuschauer, zur Kamera zeigen. Das heißt, wenn wir einmal kurz zeigen wollen, zack, die Hände sind leer, dann immer unbedingt die Spitze zur Kamera, also zum Zuschauer. Von der Seite sieht man natürlich, dass das ein Aufsteckdaumen ist, aber von vorne wäre die Farbe jetzt noch passend, fällt es gar nicht so sehr auf. Okay? Und den Trick, den wir hier lernen, habe ich euch tatsächlich schon erklärt in der Infokarte da oben. Dieser Adventskalender hat ungefähr 20 Euro gekostet. Das heißt, Daumenspitze plus Tutorial, wie man Salz teleportiert, all das verkaufen die hier sozusagen für weniger als 1 Euro. Und das Witzige ist, wenn ihr wüsstet, was für eine Kritik ich von der Zauberszene gekriegt habe, als ich mein Video dazu hochgeladen habe. Aber wenn es die Ehrlich Brothers auf dem Markt für weniger als 1 Euro verkaufen, dann ist das natürlich okay, denn die haben mehr Geld als ich. Kommen wir zur 9. Hier ist wieder eine Karte drin und ich bin ja bei solchen Zauberkästen immer der Fan von den Kartensachen. Und eine Büroklammer haben wir hier mitgeliefert bekommen. Dankeschön, sehr großzügig von euch, Ehrlich Brothers. Auf jeden Fall, der Trick ist, der Zuschauer sieht, wir haben hier 4 schwarze und eine rote Karte. Und er soll sich die Position der roten Karte, der hat 6 in dem Fall, genau merken. Wir drehen das Ganze um. Und er soll die Büroklammer aufstecken, wo er glaubt, dass dort die Herz 6 liegt. Und wahrscheinlich dürfte der Zuschauer sich hier für diese mittlere Karte entschieden haben, denn dort war ja die Herz 6, ja, die war ja an mittlerer Position. Das Witzige ist, damit liegt er tatsächlich falsch. Ja, wir haben hier jetzt eine schwarze Karte erwischt,
nicht die Herz 6. Wie das Ganze funktioniert, das kann ich euch nicht verraten. Magiergeheimnis und so, das ist eins der wohlbehütetsten Geheimnisse unserer aktuellen Zeit. Spaß, Leute! Aber ist eigentlich ganz süß, so als kleiner Gag. Aber das Ding ist, ich weiß ganz genau, wie Zuschauer reagieren auf sowas. Deshalb mit so typischen Allmann-Zuschauern. Herzdame. Ich würde euch abraten davon. Next. 10. Ey, Jungs. Schon wieder deren Gesicht. Meine Güte. Wie oft wollen die das denn mit sich selbst branden, ey? Oha. Ohne Flachs? Wenn das jetzt noch die Qualität hat, was es verspricht, ey, ich spreche da gar nicht drüber. Wenn das jetzt auch noch die Qualität hat, dann ist das eine richtig coole Sache. Wir können hiermit Dinge schweben lassen, Telekinese machen, Dinge bewegen, von denen wir 2 Meter entfernt stehen und so weiter und so weiter. Krass, ich hoffe nur, die Qualität ist gut. Das probiere ich demnächst mal aus. Tut mir leid, dass ich das jetzt einfach gar nicht bespreche mit euch, aber da will ich nicht unbedingt offen sprechen drüber. Auch wenn es für unter 1 Euro verkauft wird. So, Nummer 11. Was ein langes. Schätzt mal, wer hierauf abgebildet ist. Oh, Surprise! Wer ist das denn? Und wer ist das? Wow! Also ich weiß ja nicht, wie oft ich jetzt deren Gesicht hier besitzen muss. Muss jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt 20 Mal die Ehrlich Brothers Gesichter hier bei mir rumliegen habe. Okay, der Trick ist, die Ehrlich Brothers sind hier im Gefängnis. Die sitzen fest sozusagen. Da muss man einmal pusten und dann sind sie frei. Da muss man 1, 2 Handkniffe, Handgriffe anwenden. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wird zu lang dauern. So, wir sind im Mittelfeld angekommen. 12.12. Hiernach haben wir die Hälfte geschafft. Ein Gummiband. Auch diesen Trick habe ich euch schon erklärt. In der Infokarte da oben. Das Gummiband ist hier im Prinzip einfach nur, damit man ein Objekt hat. Eigentlich geht es um das Videotutorial. Wir lernen hier nämlich, wie wir eine Zeitungspalme bauen können. Nun, ich sehe in den Kommentaren vom Tutorial einfach Leute von euch. Ich erkenne die Namen wieder, ist ja witzig. Das Ding ist, es wird in der Zauberei so einen Wert darauf gelegt, wenn man Dinge erklärt, dass man Quellen angibt, bei jedem Pups angibt, von wem stammt die Idee, eine Karte umzudrehen, von wem stammt die Idee, das Deck in der linken Hand zu halten. Gut, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Also ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Wenn ich Tricks gelernt habe von dem und der von dem und der von dem und der von dem und wenn ich das dann vorführe und darüber spreche und dann keine Ahnung habe, von wem das ist, ich habe da gar kein schlechtes Gefühl, weil wenn ich hier sehe, dass hier genau so gearbeitet wird, es wird der klassische Trick vorgeführt, erklärt, fertig. Kommen wir zur 13. Oha, das ist ultra nice. Das ist ja richtig stark. Eine Münze, keine Schnitte oder sonst was, einfach nur eine Geste. Die Münze verschwindet. Stark. Im Prinzip eine 1-Euro-Version von einem Gimmick, das man auch für 70 Euro kriegt und auch für 200 Euro kriegt. Das war mein absoluter Favorite bisher. Also wirklich mein absoluter Favorite. Wenn das jetzt auf dem Level so weitergeht, puh. Also ich bin ja ziemlich kritisch hiermit die ganze Zeit und ich habe die ersten 6, 7, 8 Türchen natürlich auch so ein bisschen kritisch betrachtet. Ja, es ist auch an Jüngere gerichtet und so weiter. Aber das ist ein cooles Item. Gerne mehr von sowas. Ich hoffe, da ist jetzt noch mehr von sowas drin. 14. Wieder ein Kartengimmick, okay. Das hier ist meine Auswahlkarte und ich habe hier 3 Karten mit 3 verschiedenen Bildern darauf. Ich wandere hier hin und her und der Zuschauer darf einfach irgendwann Stopp sagen. Und es ist wirklich eine freie Wahl. Der Trick funktioniert bei jeder der 3 Karten. Okay, sagen wir mal, der Zuschauer würde jetzt Stopp sagen bei dem Bild hier mit dem Monster Truck. Das Ding ist, das wusste ich, denn es ist dasselbe Bild. Ich denke, ihr wisst, worauf das hier hinausläuft mit mehreren Outs. Ich habe auch noch ein Bild in meiner Hosentasche und auch diese Karte hätte ich gewusst. So, ich hoffe, euch habe ich das jetzt verraten, ohne zu viel zu verraten, aber zu viel... Okay. Schöner Effekt, sowas mag ich gerne. Nummer 15 ist ausnahmsweise mal wieder hier sowas Länglicheres. Warum steht denn überall Ehrlich Brothers drauf? Ich meine, ja, das soll so ein Fanartikel sein, aber ich will doch auch was vorführen können damit. Das brauche ich mir gar nicht durchlesen, genau darauf läuft es hinaus. Welches Ding von den beiden ist größer? Und natürlich wird der Zuschauer sagen, na, das hier. Dann sage ich, ach echt, bist du dir da 100% sicher? Optische Illusion. Next! 16. Den Artikel kennt ihr schon auch aus dem letzten Adventskalender-Video. Und das Tüchlein hier, das war ja, glaube ich, Türchen 2 oder 3. Das lasse ich schön in meiner Faust verschwinden. Meint jetzt natürlich Spaß. Ich verwandle das Tüchlein in ein Ei. Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, mag ich gerne. Nummer 17, das hat hier so Schlüsselform. Da ist doch bestimmt ein Schlüssel drin, oder? Oh, der ist mir irgendwie in ein anderes Türchen reingerutscht. Ich weiß jetzt nicht, wo... Mann, wo ist es hin? Jetzt mache ich schon irgendwelche ganz anderen Türchen auf hier. Ah, es ist weggerutscht. Mann, ausgerechnet das Tür... Ah, da ist es. Das ist der letzte Artikel, den ihr euch angucken solltet, wenn ihr selbst diesen Adventskalender habt. Hier haben wir so einen Diamantstab und die Steinchen darauf erscheinen, wechseln die Farbe und so weiter und so weiter. Die können wir hin und her teleportieren. Dazu können wir
ich auch wieder den Move benutzen, den ich euch schon beigebracht habe, den sogenannten Kellengriff aus meinem Video dort oben. Also der Move vom magischen Paddel sozusagen. Das geht jetzt über mehrere Seiten. Das ist ein sehr ausführliches Tutorial, weil so eine Routine, die man hiermit performt, natürlich mehrphasig ist und ausführlich erklärt werden muss. Und da ist sicherlich auch das Video-Tutorial mal wieder sinnvoll, sich anzuschauen. Sowas ist wirklich sinnvoll. Sowas finde ich wirklich cool. So, kommen wir zu Türchen 18, liebe Freunde. Das heißt, ab jetzt abschalten, wenn ihr den Adventskalender selbst habt. Sorry, ich musste die Tür ein bisschen verunstalten, weil mir dieser Diamantstab so ein bisschen in ein anderes Fach reingerutscht ist. Nummer 18. Fällt ja alles auseinander, Alter. Yay! Hier ist ein Bild abgebildet und es sind nicht die Ehrlich Brothers. Moment, das ist hier wieder eine optische Illusion, aber ich versuche gerade selbst ohne Tutorial sie herauszufinden. Ach, lol, jetzt sehe ich's. Also entweder ist es eine wunderschöne Frau, die wegguckt, oder so eine hässliche Frau, die nach vorne guckt, so auf böser Basis. Guckt's lang genug an, dann wisst ihr, was ich meine. Finde ich ja interessant, hier so optische Täuschungen einfach reinzubringen. Ihr seht, das Tutorial ist super lang. Ja, ganze 5 Zeilen. Türchen Nummer 19. Wir haben hier wieder einen Schnürsenkel drin und da ist noch ein zusätzliches Gimmick dran. Moment, echt jetzt? Wartet mal. Tatsache. Alles klar. Ich wurde so kritisiert dafür. Das ist der Trick aus der Infokarte. Und ich weiß gar nicht, habe ich alle Infokarten verbraten? Falls ich keine Infokarte mehr übrig habe, alle Videos, die ich angesprochen habe, verlinke ich wie immer auch nochmal in der Videobeschreibung, ja? Also es geht um den offenen Schnürsenkel, der sich selbst wieder verknotet und schließt. Cooler, cooler, cooler Trick. Ich habe das Gefühl, die haben hier in der Vorbereitung so ein bisschen auf YouTube gestöbert. Okay, wovon gibt es 1 Million Tutorials, wo eh alle schon wissen, wie es geht? Was können wir guten Gewissens erklären hier? Könnte sein, dass das der Denkprozess dabei war. Nummer 20. Zack, wieder ein Schnürsenkel. Also, dass die direkt hintereinander sind, ich weiß ja nicht. Finde ich ein bisschen unkreativ. Okay, das muss ich üben. Das will ich euch jetzt nicht hier einfach so random vorführen. Das ist sogar wirklich, wirklich cool. Also, da wirklich Kuss geht raus an die Ehrlich Brothers, die ich jetzt als ich mal in meinem Büro rumliegen habe. Hier geht es darum, 3 unterschiedlich lange Seile und wir machen na, 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 tada. Und dann sind sie plötzlich alle 3 gleich lang. Und dann machen wir wieder la, 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 und dann sind sie wieder unterschiedlich lang. Da ist das Tutorial auch wieder mehrere Seiten lang, weil wirklich jeder Handgriff gut erklärt wird. Schön mit Fotos und natürlich auch immer mit Tutorial-Video. Das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. 21. Okay, hier ist ein Pik Ass und es ist halt immer, es ist halt einfach Pappe. Ja, das, die Karten sind alle einfach Pappe. Ja, erwartet da keine gute Qualität. Aber ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Aha. Das ist sogar gut verarbeitet. Wir haben hier Quantum, Leute. Quantum in weniger als 1-Euro-Version. Schaut mal. Und der Schnürsenkel wandert durch die Karte durch. Und der Karte geht es wieder gut. Kein Loch oder... Ach, das seht ihr natürlich nicht. Mann! Kein Loch oder sonst was. Die Karte ist heile. Ja, fett. Ist doch einfach nur süß. Also, ich muss echt sagen, die erste Hälfte des Adventskalenders, das war in Schulnoten für mich eine 3-, ja. Aber jetzt, so seit Türchen 10 ungefähr, das macht plötzlich richtig Spaß, ey. Jetzt kommt 22, ja. Ich bin reich! Ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Habe ich euch schon erklärt. Die Illusion sieht hier so aus, wir lassen einen Geldschein schweben. Und wie ihr das nachmachen könnt, hatte ich euch nicht in der Infokarte da oben erklärt. Der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe alle Infokarten verbraucht, glaube ich. Das Ding ist, weil diese Scheine so eingerollt sind, lässt sich das schwieriger performen. Wir müssen die erstmal schön gegenrollen. Und natürlich geben die euch hier kein echtes Geld mit, ist ja logisch. Aber ich hätte es schön gefunden, wenn sie einem die Option gegeben hätten, das auch mit echtem Geld nachzubauen. Einfach weil so wirkt es immer wie ein Trick. Mann, dass das so eingerollt ist, das macht es wirklich schwer. Mal gucken, ob ich das Handling noch drauf habe. Wir reiben hier die Scheine übereinander. Und durch die Elektrostatik, die wir hier aufbauen, schwebt der eine Schein in meiner Hand, nur um dann wieder abzusinken. 2 Türchen noch, 23. Was können wir denn hiermit machen? Okay, das ist ein bisschen schwierig, euch zu zeigen. Hier, ich habe einen Tisch, aber ich will die Kamera nicht verstellen. Wir haben hier 6 Karten, okay? Und der Zuschauer soll eine Zahl zwischen 1 und 6 sagen. Sagen wir mal, er würde 3 sagen. Dann landet er ja 1, 2, 3 bei dem Kreuz Ass. Und das Witzige ist, ich habe eine einzige Vorhersage gemacht. Denn das Kreuz Ass ist markiert und alle anderen Karten sind es nicht. Okay? Und egal, welche Karte der Zuschauer sagt, wir haben immer ein Out, bei dem wir vorhergesagt haben, für welche Zahl zwischen 1 und 6 der Zuschauer sich entscheiden würde. Wieder so ein süßer kleiner Effekt, aber gar nicht mal so verkehrt, ehrlich gesagt. Also ich muss sagen, hier gefällt mir die Verarbeitung der Sachen insgesamt weniger als bei dem vorherigen Adventskalender. Ich will die ja vergleichen miteinander. Bevor ich die 24 aufmache, schon mal jetzt ein Fazit. Hier gefällt mir die Qualität weniger. Die fand ich beim anderen für einen ähnlichen Preis besser. Hier gefallen mir aber die
Illusionen, die man damit vorführen kann, der Effekt, den das Ganze auf den Zuschauer hat. Das gefällt mir hier bei den Ehrlich Brothers sehr viel besser und wir haben zu jedem einzelnen Trick ein schriftliches und ein Videotutorial und mit Fotos und allem drum und dran. Das heißt, hier steckt definitiv mehr Arbeit drin als in dem anderen Adventskalender, zumindest was so diese Aufbereitung betrifft. Aber wie gesagt, beim Undermagic Adventskalender fand ich die Qualität der Produkte besser. Hier ist alles einfach meistens Pappe. Klar ist es beim anderen auch billig Plastikzeug gewesen, aber da wirkte es optisch immer noch besser. Hier haben wir, wenn irgendwas optisch ist, einfach nur die Gesichter von Chris und Andreas drauf und nicht unscheinbar aussehende Objekte sozusagen. Deshalb fand ich optisch und von der Qualität her den anderen Adventskalender besser. Hier finde ich aber die Effekte an sich besser. Das heißt, wenn ihr euch für einen von beiden entscheiden müsstet, dann würde ich an eurer Stelle die Entscheidung treffen, wollt ihr coole Effekte, dann holt euch den hier und wendet die Effekte aber auf eure eigenen Gimmicks an sozusagen. Hört sich jetzt blöd an, sich so einen Adventskalender zu kaufen, um die Sachen dann nicht zu benutzen. Aber so würde ich es machen. Und wenn ihr so einen Adventskalender kaufen möchtet, weil ihr halt so süße, lustige kleine Gimmicks haben möchtet, die ihr euch sonst nicht kaufen würdet, einzeln betrachtet, dann holt euch den Adventskalender aus der letzten Folge. Und ich habe ja noch, bevor ich Türchen 24 aufmache jetzt, ich habe noch einen dritten Magic Adventskalender und auch noch einen vierten digitalen Magic Adventskalender. Die werde ich in der nächsten Folge auspacken und testen und miteinander vergleichen. Wir machen hier also in diesem Jahr einen Dreiteiler daraus. Und jetzt Türchen 24. Nee, oder? Nein, echt jetzt. Das ist 24. Das große Finaltürchen haben wir im letzten Adventskalender schon gehabt bei nicht der 24. Okay, diesmal ohne den Trick zu flashen. Ich habe den Schnürsenkel gerade schon mal eingefädelt. Diesmal ohne Flash. Achtung, 1, 2, 3. Die Schnur ist hier abgeschnitten. Sie ist hier abgeschnitten. Ich habe sie einfach durchgetrennt. Aber... das ist die 24. Toll! Okay, so eine Saguillotine ist eigentlich schon ganz cool. Muss man schon sagen. Es ist ein cooles Gimmick. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die 24 gepackt hätte, ehrlich gesagt. Ich glaube, da hätte ich fast schon lieber hier diesen Verschwindetrick mit der Münze als 24 da reingepackt. Ich glaube, das hätte ich da sogar lieber eher reingepackt. Wäre ich die Ehrlich Brothers gewesen. Ja, das war der Ehrlich Brothers Adventskalender. Es ist mal wieder ein sehr langes Video geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Freut euch auf die nächste Folge oder ist es ein Format, das euch eher langweilt? Denkt wie gesagt an die Autogrammkartenaktion auf somniumcards.de und jetzt sage ich Tschüss, bis morgen. Ciao.